Glück konnten wir die Schotterpiste bald hinter uns lassen und kamen so wieder deutlich besser voran. Was sehr stark auffällt, ist die fast makellose Sauberkeit. Nicht nur auf den Badeplätzen, sondern auch in den Städten und in den Außenbezirken. Mit dabei war das nagelneue Abus Yado. Eigentlich ein Kettenschloss für die Fahrräder, haben wir es ab und an auch mal für andere Verwendung adaptiert. Mit dem praktischen Fingerabdrucksensor eignet es sich auch hervorragend zum schnellen Sichern des Wohnmobils. Zur Übernachtung in Jur Kalnes hatten wir dann den ganzen Platz für uns allein. Direkt neben einem gebührenpflichtigen Parkplatz an einer Badestelle waren wir mit 10 Euro pro Nacht dabei. Direkt vom Wohnmobil führte ein malerischer Hohlweg direkt zum Strand.
Ventspils zeigte sich als nettes kleines Örtchen, wo die Gegensätze neu, alt, restauriert, verfallen wieder ganz deutlich zutage tragen. Wir haben uns in der örtlichen Apotheke gleich eine Tube Finestil besorgt, denn obwohl die Mücken jetzt nicht so dramatisch da waren, waren die, die einen erwischt haben, doch ziemlich biestig. Dann ging es auf schnurgeraden Straßen weiter in Richtung Ehebene, wo ein Lost Place auf uns wartete. Nicht, dass es im Baltikum an Lost Places mangelt, aber der war schon ziemlich besonders. Aber zunächst einmal gab es in Tagales Käffchen, Teilchen und eine super Aussicht. Das Radioteleskop von Ehebene wurde 1971 von den Sowjets mitten in den Wald gesetzt. Damals war es das achtgrößte seiner Art. Damit wurde allerdings nicht nur radioteleskopiert, um Forschung zu betreiben, sondern das Ding diente ganz klar der Spionage. Für die Verhältnisse in der Sowjetunion in den 70er Jahren waren das Luxusunterkünfte, in denen es an nichts fehlte. Das Ziel des Spionagebetriebs war die Überwachung von Millionen von Telefongesprächen im Westen. Man hoffte aus diesen Gesprächen militärisch relevante Informationen herausfiltern zu können.
Die Anlage im Hintergrund wird heute übrigens von der EU betrieben. Natürlich nur zu Forschungszwecken, reine Forschungszwecke, ganz klar. Die Anlage ist vom Boden genauso imposant wie aus der Luft. Wir sind allerdings nicht reingegangen. In den 70ern war nicht nur in der Sowjetunion der exzessive Gebrauch von Asbest Usus. Und das wollten wir uns nicht antun. In einigen Jahren werden wir nochmal hinfahren und uns ansehen, inwieweit die Natur das Gebiet zurückerobert hat.